Herzlich willkommen bei Scholas Seelengepinsel. Mein Name ist Schola Feldkamp und ich male Seelenbilder für Mensch, Tier und Raum und auch vielleicht für dich, liebe Seele, die jetzt hier zuhört. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und wie ihr im Hintergrund hören könnt, Grillengezirpe. Sie sind sehr schrill und auch sehr, für mich sehr magische Wesen, weil man sieht sie nie. Man hört sie so laut, aber man sieht sie nie. Und ich stehe hier unter dem Johannesbrotbaum und ich fand, das passt sehr schön zu der aktuellen Botin hier, die Botin der Traumzeit. Dieser Baum ist ein alter, knorzeliger Baum, der einfach sehr viel Kraft ausstrahlt. Und ich mag ihn gern. Und er bietet natürlich wunderschönen Schatten. Hier an der Costa Blanca, wo es wirklich heiß ist im Moment. Und wir haben hier einen schönen Schatten. Und die zirpen hier verrückt und bringen mich gleich in eine andere Welt, in die ich dich mitnehmen möchte. Und zwar in die Welt der Traumzeit. Ich habe für eine ganz wunderschöne Seele gemalt, die dieses Tor in die Traumzeit sehr gut kennt. Sie ist selber Künstlerin und hat mich gebeten, ja, mal ein Bild für mich. Und es war so ein schwesterliches, ja, ich kenne sie einfach. Und deswegen fiel es mir sehr leicht und deswegen liebe ich das Bild einfach auch so sehr, weil wir da einfach eine gemeinsame Schwingung haben, die nicht von dieser Welt ist. Also es ist, hat mir sehr viel Freude gemacht, mit ihr in diese Welt zu tauchen. Und beim Malen war ich auch sehr intensiv in Trance, was mir sonst nicht so tief passiert. Aber bei diesem Bild war das sehr stark da. Und ich nehme dich mit in diese Traumzeit. Und du darfst dich hinsetzen, die Augen schließen, wenn du magst, und die Botschaft empfangen, die dieses Bild zu verkünden hat. Die Botin der Traumzeit oder auch des Seelenausdrucks. Feine Seele, schillerndes Wesen, jetzt ist die Zeit voll zu genesen. Die Botin der Traumzeit ist dir bekannt, geht mit dir ewig schon Hand in Hand. Hast Weisheit aus vielen Leben gespeichert und viele Herzen um dich schon bereichert. Es geht um Ausgleich und Harmonie, das Leben zu feiern, wie Kolibri. Deine Kraft, die Reisen in Zauberwelten, da, wo Gesetze der Elfen gelten. Durch tiefe Verwurzelung mit Mutter Natur kannst du jetzt folgen, ureigener Spur. Was für ein Segen, deine Kunst und Magie, wächst so viele Menschen aus der Lethargie. Ausdruck der Seele erhebt und macht frei. Ängste und Schatten dir selbst verzeih. Lerne erkennen, was tut mir gut, was wirklich Nahrung für Seelenglut. Teile dein Innen, bring es nach außen, auch deine Ängste möchten nach draußen. Ausdruck ist Heilung und Befreiung pur. Verabschiede nun alten Seelenschwur. Denn du bist geliebt, das Leben im Glück, lass Nähe zu, schau nicht zurück. Die Botin der Traumwelt lädt dich ein, lass dich nun voll ins Leben ein. Du kennst die Tür ins magische Leben, darfst dich in hohe Frequenz erheben. Alles darf sein, bist tief verbunden, im Ausdruck verheilen alte Wunden. Denn Liebe ist so oder so. Teilst du deine Welt, ist Seele froh, deine Schola. Ja. Es ist die Einladung, wirklich dem der Seele Ausdruck zu verleihen und nicht nur die schönen Dinge, sondern eben auch die vielleicht traurigen Dinge zu teilen und auszudrücken
Und dann darfst du sie verabschieden, weil es geht immer wieder nur ums Jetzt und um das Loslassen dieser alten Programme, Geschichten, wie auch immer. Und dir wirklich eine Traumzeit hier auf Erden zu schaffen. Darum geht's. Und ich bin sehr, sehr dankbar für meine Welt, in der ich lebe. Und nicht die Welt, die unbedingt im Außen passiert um mich herum, aber in meiner Welt ist so viel Liebe, so viel Kraft, so viel Miteinander. Und das wünsche ich, dass das noch weiter schwingt. Und indem du deiner Seele Ausdruck verleihst und wirklich dein Inneres lebst, schwingen diese Kreise sich immer weiter und es wird immer schöner auf diesem Planeten. Ja, Amen, sage ich und einen wunderschönen Tag dir. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht hast, das Glöckchen zu tippen und auch gerne einen schönen Kommentar unter das Video zu schreiben. Wir sind alle miteinander verbunden und das darf sich auch zeigen im äußeren Ausdruck. Alles Liebe und Tschüss. Lieben Gruß aus Alicante. Buenas dias.